Willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr es auch schon aus diesem Video, wo ich in dieser Mall war, wisst, ist heute der Velociraptor Delta dran. Von Mattel und Dino Rivals und natürlich Jurassic World Dino Rivals, so heißt es ja. Weil die sind ja auch von Jurassic World, nur halt manche dieser Dino Rivals Figuren kommen so im Film nicht vor. Aber das ist mit Delta ist das natürlich der Fall. So, also ihr wisst das ja, also diesmal natürlich kein Unboxing, weil die Verpackung, die habt ihr ja schon im Dings im Mall-Video gesehen. Das ist auch unten in der Videobeschreibung, ist das verlinkt. Das Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr dann da mal drauf drücken. So, ich sag mal, schauen wir uns die Karte an. Die, da war natürlich ganz einfach ranzukommen, der Verpackung, die hing da einfach hinten drin, da muss man einfach, ihr wisst ja, wie man die aufmacht. Von diesen Attack-Pack-Figuren, das Attack-Pack-Velociraptor ist das. Und ja, weil von Dino Rivals gibt es jetzt auch Attack-Pack wieder. Und davon ist es halt einer. Im Laden, da gab es ja auch noch Dracorix Ramphorhynchus, also dieser Flugsaurier. Und dann halt noch Protoceratops, ein Repaint. Und ja, hier, der ist eigentlich ganz gut. Obwohl er halt nur so klein ist, hat er hier ganz schön... Intelligenz 10, 9, 7, Aggression 9, Stärke 7. Wie kann der Stärke 7 haben, wenn der nur so klein ist? Das wundert mich ein bisschen. Also hier Bildname. Halt so. Und das ist das erste Mal, dass ich die Karte als erste dran nehme. Toll. Dann hier halt noch, steht doch irgendwo die Firma Mattel drauf. Nee. Okay. Aber manche dachten, dass die Firma Dino Rivals hieß, aber nein, die heißt nicht so. So, also jetzt kommen wir aber auch erst zur eigentlichen Figur. Und zwar, wie gesagt, ist das ein Repaint auch von den normalen Attack Pack Velociraptor. Ja, ich schaue mal die Beweglichkeit. Ich hole hier mal meine anderen Raptoren. Nämlich jetzt habe ich alle komplett. Nämlich damals, als der Film rauskam, da gab es nur hier Blue, Echo und Charlie. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn mit Delta? Warum haben die Ersteller dieser Figur nicht noch Delta? Doch, Delta kam noch hier bei den Dino Rivals raus. Man sieht, ihr Maul lässt sich nicht so weit öffnen. Weißt du, wer ist das hier von Blue? Das kann man, ja. Und vielleicht lässt es sich weiter öffnen, man muss nur was stärker ran sein. Aber ich will jetzt das nicht abbrechen oder so, sondern das wäre ziemlich blöd. Dann muss ich mir eine neue Figur kaufen, weil das da kaputt ist und so. Hier bei Charlie auch. Das ist übrigens der erste Raptor. Der ist in einer anderen Pose als die anderen. Doch, es kommt noch ein neuer Echo raus. Den werde ich mir vermutlich nicht holen, weil ich hier schon Echo habe. Der hat auch diese Pose. Und es kommt noch Riesenbeast raus. Das hat auch die Pose. So, Riesenbeast, der englische Name ist Big One, ist halt der Alpha Raptor aus Jurassic Park 1. Ja, wegen die ganzen Legacy Collection und so ein Zeug. Ja. Aber vor Legacy Collection, ich wollte mir davon auch den Spino holen. Und doch, ich weiß nicht, wie man da rankommt. Weiß jemand das von euch? Nee. Also ich kenne jemanden, der es vielleicht wissen könnte, weil der macht bald ein Review auf seinem Kanal dazu, aber... Ja, also Delta hier, der ist in so einem karamelligen, oder hier auch der Code, so einem karamelligen hellblau designt worden. Da seht ihr auch die Augen. Dann hier noch so graubläuliche Rückenstreifen. So ein Muster. Also viel gibt es der Figur nicht zu sagen. Nur dass dafür, dass der Mund nicht so beweglich ist, sind die Beine beweglicher als bei Blue und bei Charlie. Und ja. Hier natürlich auch, seht ihr auch die ganzen Adern und so. Das ist natürlich auch sehr schön gemacht, obwohl das Spielfiguren sind. Und dann sage ich auch, jetzt beende ich hier mal dieses Review. Also tschüss, bis zum nächsten Mal. Nee, wartet, ich habe was vergessen. Und zwar habe ich hier noch andere Figuren. Und ich habe ja letztes Mal gefragt, wer würde gewinnen von Carbonator oder Styracosaurus. Und daher das auf der Seite... dass der Styracosaurus kein leichtes Opfer wäre, ein Ausgewachsener, glaube ich, er würde gewinnen, weil, ich meine, er ist größer und hat stärkeren Biss und alles, aber der mit seinen Hörnern und seinem Nackenschutz kann der den bestimmt schon halt, ja, Hals aufschlitzen oder so. Doch, ist die Frage, wer gewinnt von den beiden, oder? Erstmal die beiden,
Ja, also alleine würde sie wahrscheinlich verkacken gegen den, beziehungsweise können die auch immer noch im Rücken springen, sie und töten, aber ich glaube, als Rudel wären die dann wohl stärker. Und hier würde ich sagen, dass sie alleine auf jeden Fall keine Chance hätte, weil sie hier halt ist halt gepanzert und so und hat ein Horn. Und wenn schon, müssten die zu viert angreifen, aber ich glaube, dann würde ein Raptor sterben. Also ich glaube. Also gegen den hätte sie vielleicht noch alleine Chance zu finden. Die musste erst Verstärkung holen, aber selbst dann ist nicht sicher. Also jetzt, tschüss, bis zum nächsten Mal.